Ja, hallo Leute, da seid ihr wieder. Und zwar, ihr habt ja gesehen, dass ich die Reifen gewechselt habe mit dem Ryobi-Schlagschrauber. Und zwar war alles schön und gut, ne? Also die Reifen sind fest und das funktioniert alles super. Jedoch habe ich nicht darauf geachtet, das war jetzt wirklich mein Fehler gewesen, das RDKS-System neu zu programmieren. Und zwar ist das so, das ist ein BMW 1er Modelljahr 2016 mit aktivem RDKS-System. Das heißt, er hat in allen vier Rädern sind Sensoren verbaut, die dem Fahrzeug die Luftdrücke der einzelnen Reifen mitteilen. Sowohl bei Sommerrädern als auch bei Winterrädern sind die verbaut bei dem Fahrzeug, und auf den Sommerrädern war natürlich alles in Ordnung. Ich bin damit gefahren und er hat sich nicht gemeldet. Der hat ja die Luftdrücke alle super angezeigt und so weiter und so fort. Dann bin ich jetzt mit dem Einser hier ein bisschen rumgefahren, und jetzt nach ein paar Kilometern ist ja eine Warnmeldung im Display erschienen: Reifendruckverlust, vorsichtig anhalten. Und im großen Zentraldisplay steht: Reifendruck prüfen und bei Bedarf korrigieren. Anschließend Reifendruck Control Reset durchführen. Ja, das werde ich jetzt machen. Also ich bin jetzt gerade auf dem Weg zur Tanke, und da werden wir dann gleich mal den Reifenluftdruck nochmal neu einstellen und anschließend dann das RDKS-System einmal neu anlernen. Dann werden wir einmal kurz fahren und gucken, wie lange der braucht, um die Werte von den Sensoren zu verarbeiten und uns den richtigen Luftdruck dann im Display anzuzeigen. Ja, RDKS-Systeme. An sich eine nette Spielerei, meiner Meinung nach. Es gibt ja zwei verschiedene, was das angeht. Man hat ja einmal die aktiven RDKS-Systeme, die Sensoren im Reifen haben, und dann gibt es aber auch die passiven RDKS-Systeme, die also ja, die eigentlich nur den Abrollumfang der einzelnen Räder zueinander überprüfen, über die Raddrehzahl. Das heißt, die ABS-Sensoren zeichnen ein Signal auf, leiten das an das Steuergerät weiter, dieses wird verarbeitet und sollte irgendwo, also diese indirekten Systeme sind natürlich ein bisschen ungenauer als die aktiven, aber sollte irgendwo ein Reifen massiv Luft verlieren, würde der das erkennen und sofort auch im Display anzeigen. Und wie gesagt, bei den aktiven Systemen wird das halt permanent überwacht und ja, bei einer Abweichung sofort auch im Display auch angezeigt, welcher Reifen genau wie viel Bar Luftdruck hat und welche halt nicht. So, wir fahren jetzt hier einmal auf die Tankstelle drauf. Einmal kurz hier einparken. So, und dann zeige ich euch mal, wie er die Meldung halt raushaut. Dafür muss ich einmal kurz das Auto ausmachen und euch mal eben in die Hand nehmen. So, folgende Meldung: Wir starten das Fahrzeug ganz normal. Und dann müsst ihr jetzt jeden Augenblick, da steht es: Reifendruckverlust vorsichtig anhalten. Und hier haben wir nochmal das Kontrolllämpchen, das leuchtet auch. Das gleiche steht auch nochmal im Display: Reifendruck prüfen und bei Bedarf korrigieren. Anschließend Reifendruck Control Reset durchführen. Ja, ich würde sagen, wir stellen dann jetzt erstmal den Reifendruck korrekt ein, und im Anschluss zeige ich euch dann, wie man das hier bei dem Fahrzeug zurücksetzt. So, ich stehe jetzt vor dem Auto und im Prinzip steht in der Tür, also hier stehen die korrekten Reifenluftdrücke drin. Wir werden ja wir haben eine Reifengröße von, ja, keine Ahnung, muss ich jetzt mal gucken, was haben wir für eine Reifengröße hier? 205 55 R16. So, dann gucken wir uns mal an: 205 55 R16, 205
55 R16 M und S Reifen bei niedriger Beladung bis 3 Personen. 2,2 bar vorne, 2,2 bar vorne und 2,4 bar hinten. Ja, das machen wir dann nochmal. So, im Prinzip stellen wir jetzt an dem Gerät hier einfach auf 2,2 bar ein. Bitte OK. Nehmen uns hier den Schnorchel in die Hand. Und dann im Prinzip gehen wir jetzt ganz normal an das Rad dran. Ja, und suchen mal den Sensor, das Ding hier. Doch. Mal den Pinöppel hier drauf. Ja, mal richtig. So, und jetzt wird er automatisch jetzt den Luftdruck korrigieren und uns gleich einmal mit einem kleinen Ton signalisieren, dass er fertig ist. Da ist er jetzt fertig. Dann gehen wir mal auf die andere Seite. Machen hier einmal noch das Ding hier wieder drauf. Auf die andere Seite einmal. Ja, bleib mal hier stehen. Hier. So, ja. So. Oh, jetzt ist er weggeflogen. Einen Augenblick. So, da ist er wieder. Und wieder drauf. Einmal vollpumpen lassen. Warten wir jetzt mal ab, wie lange er braucht. Ah, guck mal, schon fertig. Dann war der wahrscheinlich gar nicht mal so leer. Irgendwas 0,1 Bar haben wahrscheinlich nur gefehlt. Zack. Das Ding. Wieder hier drauf. Zack. So, und weiter geht's. So, jetzt gehen wir einmal nach hinten. Beziehungsweise stellen jetzt wieder ein. Gehen jetzt auf 2,4 Bar für hinten. Aber bestätigen. So. Wo ist der Schnorchel hier? Hier ist der Schnorchel. So, und einmal hinten, so, wo ist das Ding denn hier? Mal gucken, da. Oh, was ist das denn hier? Reifen geplatzt wegen Überdruck. So, wieder drauf. So, jetzt pumpt er wieder auf hier vernünftig. So, gucken, was hat er jetzt? Oh, der ist mit 2 Bar gestartet. Das heißt, der Reifen hat jetzt tatsächlich, aber okay, der hatte 2 Bar, hat ein bisschen was über den Winter verloren, aber ich habe auch die Reifen von vorne nach hinten und umgekehrt gewechselt. Von daher, ja, haben dann effektiv 2, also 0,2 Bar gefehlt. So, fertig. So, ja, das Gerät hier drauf. So, und wow, mal gucken, ob der lang genug ist. Jetzt sind wir hier so komplett einmal rum, um das Auto, Fuß drauf, so, dann einmal hier unten das Ding wieder lösen, zack, drauf, so, weiter rum. Ich sehe jetzt von hier, warte, ah, oh, der hatte 1,8 Bar nur drauf, der Wagen, also der Reifen. Ist natürlich blöd, dass mir der Fehler unterlaufen ist und ich vergessen habe, einfach den Reifendruck zu prüfen. Aber gut, dass dieses Fahrzeug ja dieses System hat. Ne? So, fertig. Wo ist das Ding denn hier? Und wieder drauf. So. Zack. Dann hängen wir den Schnorchel jetzt einfach mal. Oh, der Schnorchel ist weggeflogen. So, Schnorchel wieder draufhängen. So, dann kommt da wahrscheinlich gleich der nächste. Da ist ja richtig Betrieb hier auch. Guck dir das mal an. Für Betrieb hier auf dem Gelände ist. Wenn wir tanken oder ja, oh du Scheiße, fast ein Unfall passiert. Naja, egal, wir steigen jetzt einfach mal ins Auto und dann fahren wir mal weiter und dann schauen wir mal. So, ja, also folgendes. Jetzt muss ich einmal die Kamera wieder umschalten. So, wir starten jetzt schon mal wieder das Fahrzeug. Jetzt müsste die Kontrolllampe wieder angehen. Ja, genau. Dann gehen wir mal rüber ins Display. So, jetzt mal im Display und zwar Reifendruck prüfen. Und jetzt gehen wir einfach hier auf Reset durchführen. Reifendruck Hinweis. Ja, vielen Dank für den Hinweis. Reifendruck Menü. Gehen wir da nochmal rein. So,
Reifendruckcontrol aktiv. Wir machen jetzt einmal den Reset. Reset durchführen. So, Reifendruckmessung während der Fahrt. Ja, das dauert jetzt ein bisschen. Ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach mal eine Runde und gucken, wann der den Reifendruck wieder erkannt hat. Im Kombi-Instrument zeigt das auch an. RDC Reset wird durchgeführt. So, dann fahren wir jetzt einfach mal eine Runde und dann gucken wir mal. So, dann fahren wir jetzt einfach mal wieder los. Und ich halte euch mal auf dem Laufenden. So, Autos. Rückwärts. So, und raus hier. So, ich gehe jetzt mal in den Fahrzeugstatus und schaue. Ah, guck mal, jetzt zeige ich mir hier an. Schon Reifendruck wird zurückgesetzt, 0%. Ja. Ich würde sagen, 0 ist nichts. Das heißt, wir fahren einfach mal. Autos, ne, nix. Oh, Karacho. So. Ja, wir sind jetzt gerade bei 2%. 2%, 3 und das zählt immer weiter hoch. Jetzt sind wir bei 4. Alles gut, alles schön. Ja, das geht normalerweise recht fix auch. Also wir fahren ja ganzfalls 40 oder so Grad. Ne, der fährt, also das Steuergerät kommuniziert mit den einzelnen Sensoren. Vergleicht halt die Werte, Reifendruckmessung während der Fahrt. Jetzt habe ich gerade angehalten an der Ampel. Die Reifendruckmessung natürlich kurz aufgehört. Deswegen Ampel abwarten, weiterfahren. So, Ampelphase vorbei, wir fahren weiter. So, jetzt sind wir bei 13-14% direkt wieder. Hat er sich den alten Wert gemerkt und wir fahren da weiter. Also, ja, geht immer weiter hoch das Ganze. So, wir haben jetzt ungefähr 300 Meter hinter uns gebracht. 300 Meter, wir sind bei 20%. Wie gesagt, das interessiert mich jetzt natürlich wirklich, wie lange er jetzt tatsächlich braucht, um zu resetten. Oh, ist hier los? So, weiter geht's. So, ein Viertel haben wir hinter uns, auch 30% schon. 50. So, Ampel ist grün, sehr gut. So, bei 50% und wir haben jetzt ungefähr 500 Meter hinter uns gebracht. 600 Meter, 55%. So, ich hoffe jetzt mal, das ist natürlich der Wahnsinn, wenn man durch die Stadt fährt, alle 300 Meter eine Ampel. Und natürlich ist sie immer rot, natürlich. Aber wir sind bei 60%. Ich fahre jetzt mal ganz langsam auf die Ampel zu. Dass er jetzt wieder abbricht. Ja. 60%, ich stehe und wieder der Hinweis, Reifendruckmessung während der Fahrt. So, Ampel ist grün. So, und weiter geht die Messung. So, das waren jetzt 800 Meter sind wir jetzt, glaube ich, ja. 800, 900 Meter. 900 Meter gefahren, 61%. Jetzt fahren wir einfach mal schön langsam hier weiter. Ja, das System, dieses RDKS-System ist ja seit einigen Jahren verpflichtend für Neuwagen. Ob indirekt oder direkt, ist, glaube ich, den Herstellern aktuell noch überlassen gewesen. Ich weiß, ich hatte mal einen Ford gehabt, der hatte ein indirektes System gehabt, also ohne Sensoren, nur über die Raddrehzahl. Der BMW hier, der hat halt dieses direkte System mit Sensoren. Ist natürlich richtig super für den Geldbeutel. Wenn man mal sich überlegt, man kauft ein Auto mit Sommerreifen, alles gut, Sensoren sind dabei. Jetzt ist es aber so, dass man ja meistens für den Winter sich seine Räder, also seine Winterräder kaufen muss. Also so ein Sensor kostet irgendwo zwischen 40 und 80 Euro, glaube ich. Und das rechnen wir jetzt einfach mal auf 4 Räder hoch. Ne, das sind bis zu 320 Euro nur für die Sensoren. Plus Reifen, plus Felgen, plus Montage, plus Radschrauben eventuell. Das ist natürlich der Hammer. So, wir sind jetzt bei einem Kilometer und 81%. Ampel, Reifendruckmessung während der Fahrt. Ja, ist wieder soweit. Ja, und
Ich sag mal so, die Hersteller von diesen Sensoren, die machen sich da so richtig die Taschen voll. Muss man schon so sagen. Also, die sind ja wirklich nur so groß. Ja, also. Und dann kommt es ja noch dazu, das Auto hier hat ja nicht nur diese Sensoren, sondern BMW hat ja seit ein paar Jahren bei allen Fahrzeugen Runflat-Reifen montiert. Das ist ja auch nochmal ein richtig toller Spaß. Das heißt, so ein Reifen, so ein Ling Long oder Sun Li oder so, können wir eigentlich gar nicht mehr kaufen. Also 20 € der Reifen oder so. Sondern wir müssen ja tatsächlich diese Runflat-Reifen dann kaufen, auch hierfür. Und da liegen wir, soweit ich weiß, auch pro Reifen bei ja, mindestens einem Hunderter. Wenn nicht mehr. Ne? Also, genau, dann kommt da noch eine Felge dazu. Nehmen wir jetzt mal eine schnöselige Stahlfelge. Die kostet, glaube ich, 30 €. Ich sag mal jetzt 30 € kostet so eine Stahlfelge. Dann geht's weiter. Stahlfelge. Oh, ich muss kurz unterbrechen. So, zurücksetzen erfolgreich. Ah, super. Zurücksetzen erfolgreich. Jetzt hat er uns. Ja, jetzt zeigt er uns hier die ganzen Werte an. Ist natürlich blöd, so wie ich das gerade sehe, weil es ist nicht das, was ich auf die Reifen drauf gemacht habe. Also ihr habt es ja gesehen, ich habe 2,2 bar für vorne eingestellt und 2,4 bar für hinten eingestellt. Jetzt zeigt er mir hier auf dem Display an, vorne 2,1 bar und hinten rechts 2,2 bar, hinten links 2,3 bar. Ja, was soll ich dazu sagen? Ey? Ah! Ja, was soll ich dazu sagen, ne? Das heißt, vielleicht nochmal eine andere Tanke probieren. Und da nochmal kontrollieren, ob eventuell die Anlage, wo wir jetzt gerade waren, nicht mehr richtig geeicht ist. Das heißt, dass ihr unter Umständen halt gar nicht den richtigen Luftdruck mehr ja, angibt. Ist natürlich blöd. So, wir fahren jetzt einfach mal zu einer anderen Tankstelle eben kurz. Ich hoffe, ihr seht mich noch. Wir fahren gerade durch den Tunnel. Aber ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich an der Tanke bin. So, wir sind jetzt gleich an der nächsten Tankstelle. Mal kurz gucken. So, einmal hier flott ums Eck. So, wo ist das Luftgerät? Da ist das Luftgerät. Sehr schön. So. Ach, jetzt noch einer vor mir dran. Okay, dann wende ich einmal kurz. Ja, um euch die Wartezeit zu verkürzen, mache ich einfach mal einen Cut. So, wir stehen jetzt vor dem Luftspender wieder. Vor dem nächsten. So, jetzt gucken wir mal wieder. Jetzt nochmal einstellen hier. Oh, 2,7 bar. Dickes Auto gefahren. So, jetzt gehen wir mal wieder auf 2,2 bar hoch. Boah, ballert die Sonne, aber. Schlauch raushängen. So. So, wo ist das Ding denn da? Ja, jetzt schauen wir mal. 2,2 machen wir jetzt wieder vorne drauf. Upsa. Was ist hier los? Halte ich hier mal fest einfach. So, fertig. Ja, fertig. So, wieder drauf. Die Kappe. Dann gehen wir einmal auf die andere Seite. So. Gucken, ob ich von hier sehe, wie weit, was da jetzt drauf war. Ja, 2,2. Also der zeigt mir hier direkt 2,2 an, der pumpt gar nicht auf. Ja, gehen wir mal nach hinten. Dann machen wir erstmal auf 2,4. So, 2,4 und das nächste Rad.
Was sagt der hier? 2,3 Bar zeigt der an. Jetzt pumpt er ein bisschen. Ja, fertig. So, und das letzte Rad. Zack, zack, zack. So. So. Ja, das ist tatsächlich auch direkt 2,4 angezeigt. Hat minimal noch reingepumpt, aber nicht viel. Ich würde sagen, wir fahren weiter und starten die ganze Prozedur halt noch einmal. So, Abfahrt. Ach, was für ein geiles Wetter. Ja, also, Auto starten. So, und dann zeige ich euch mal Fahrzeugstatus. Reset. Reset durchführen. Und dann zeigt er hier auch an. Reset wird durchgeführt. So, dann würde ich sagen, fahren wir jetzt einfach nochmal eine Runde. So, weiter geht's. Reifendruck wird wieder zurückgesetzt. Wir stehen bei 0%. Da kommen viele Autos. So, und los geht's. Ja, mal gucken, ob er jetzt ein bisschen schneller ist. Wir stehen jetzt bei also Komma 2. Und das nehme ich jetzt einfach mal als Referenz. So, 100 Meter. Wir sind bei 4%, weiter geht's. Ja, ich bin mal echt gespannt, ob jetzt nach der zweiten Tankstelle, also nach dem zweiten Luftstopp, ob er jetzt ja andere Werte halt im Display gleich anzeigt. So, 14%, 300 Meter. Also ich bin jetzt mal direkt auf der Autobahn aufgefahren. So, haben wir jetzt auch ein bisschen Geschwindigkeit. 100. So, 30%. Also die Reifen im Display sind jetzt schon mal grün geworden. 50%. So, wir haben jetzt 1 Kilometer hinter uns. Also das ist jetzt die Frage, brauchen die Sensoren eine Wegstrecke, um sich neu einzustellen, oder brauchen die Sensoren einfach nur Fahrzeit? Das weiß ich jetzt selber gar nicht. Aber das werden wir jetzt mal gucken. So, wir sind jetzt bei 1,6 Kilometern. %62 und 1,8 Kilometer. %65, also es steigt immer mal ein bisschen weiter. So, 2/3. Ja, und eigentlich würde ich das jetzt auch gerne noch mal mit einem schnöden Luftprüfer probieren, aber das Problem ist, ich habe halt keinen Kompressor. Deswegen geht das leider nicht. Aber dann hätte man wenigstens mal vergleichen können, wer jetzt wirklich den richtigen Luftdruck anzeigt. So, 3 Kilometer. Wir sind jetzt 3 Kilometer gefahren. Das Zurücksetzen ist erfolgreich und wir haben jetzt folgende Werte. Vorne links und rechts 2,2 Bar. Ist ja in Ordnung, ist genau das, was wir haben wollten. Hinten beidseitig 2,3 Bar. Ist 0,1 Bar weniger, als eigentlich geplant ist oder als ich eingestellt hatte. Aber ich denke mal, mit der Toleranz kann man jetzt auch leben. Die Reifendrücke sind zumindest achsweise identisch. Ja, jetzt würde ich sagen, kann man mit dem Auto direkt weiterfahren, warten, bis er sich wieder meldet, in einem halben Jahr vielleicht,
Spätestens wahrscheinlich beim nächsten Reifenwechsel. Ja, schön, dass ihr zugeschaut habt. Ohne Luftprüfen ist so ein Reifenwechsel natürlich nicht vollständig. Deswegen war es mir jetzt auch wichtig, dieses Video einfach nochmal zu drehen, um euch das auch mal zur Verfügung zu stellen, um euch das einfach auch mal zu zeigen. So, ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, gebt mir doch einen Daumen hoch. Über ein Abo würde ich mich auch freuen, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Denkt bitte daran, auch das Glöckchen zu tippen, damit ihr dann immer wieder benachrichtigt werdet, wenn ich ein neues Video hochlade. So, ich gehe mir jetzt ein Käffchen trinken und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis bald, macht's gut, ciao!